Liebe Freunde, ich grüße euch mit ganzem Herzen. Und wenn ich in eure Gesichter blicke, bin ich sehr berührt. Ja, ich zittere. Es berührt mich, dass ihr heute wieder bei mir steht. Trotz aller Anstrengungen seid ihr dahergereist. Trotz bösartiger Hetze und Diffamierungen in den Medien steht ihr heute hier. Ich danke euch. Okay. Ich spüre eure Hoffnung im Herzen und euren festen Glauben daran, dass wir gemeinsam etwas bewirken können. Und ich sage euch, ja, wir können das. Wir können etwas verändern. Ich glaube fest daran. Wir schaffen das! Wir werden auch immer mehr, auch heute, schauen wieder Hunderttausende durch die alternativen Medien ihren Livestream hier mit. In ganz Europa werden wir heute ausgestrahlt. Ich danke euch allen. Liebe Freunde, heute verteidigen wir hier in Kandel unser Grundrecht auf Meinungsfreiheit. So wie einst unsere Vorfahren in der Pfalz. Widerstand, 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 Widerstand. Unsere Vorfahren kämpften für unsere heutige Freiheit und Demokratie. Und in diesem Widerstandskampf haben sie teilweise mit ihrem Leben bezahlen müssen. Auch ihnen sind wir es heute schuldig. So wie auch unseren toten Kindern. Kira, Daniel, Ebba, Maria, Mireille, Mia und allen anderen Opfern. Wir sind verpflichtet, unsere Stimme für den Widerstand zu erheben. Wir Frauen sind aufgestanden gegen diese neue Pest namens Unrecht in unserem Land. Und wir erheben unsere Stimme gegen die vielen Morde und Messerangriffe, die ausgelöst worden sind durch die illegale Einwanderung und Entgrenzung Deutschlands. Die gehören zur Freiheit dazu. Doch die verantwortlichen Politiker erhören uns nicht. Nein, im Gegenteil. Sie prügeln unsere Meinungsfreiheit, die uns rechtlich nach unserem Grundgesetz Artikel 3 und 5 zusteht, mit Nazikeulen und Hasshetze nieder. Ihre fleißigen Helfer sind die linken Schläger namens Antifa, die sie auf uns losgelassen haben und zur Gewalt gegen uns Frauen aufrufen. Dieses schwere Verbrechen gegen uns Frauen wird sogar noch medial unterstützt
von den verlogenen Propagandamedien. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Diese Nazi-Keulen bin ich leid. Ich bin nur eine kleine Mutter, die Angst hat, in ihrer Heimat zu leben. Die Angst hat um das Leben von unseren Frauen und Kindern. Hier in Kandel wurde das Kind von einer Mutter grausam in der Öffentlichkeit niedergemetzelt. Und was tat der Herr Bürgermeister Potts von Kandel? Er hat sich in den ersten Tagen noch nicht einmal bei den Eltern der toten Mia blicken lassen. Schande, 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 Schande. Nein, Mitleid zeigte er nicht. Seine erste Sorge galt einer angeblichen Fremdenfeindlichkeit der bösen Deutschen. Herr Potts, damit haben Sie bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich konnte gar nicht anders, als mich mit meinem Schild vor Ihrem Verbandsgemeindehaus hinzustellen. Und ja, ich hatte anfangs Angst. Ich hatte Angst, alleine dort zu stehen und meine Meinung zu sagen. Ich muss wohl für den Bürgermeister Potts eine sehr große Gefahr dargestellt haben. Denn er hat mir 3 Polizisten auf den Hals geschickt. Und meine Identität innerhalb von wenigen Minuten prüfen lassen. Sicherlich hätte er mich abgeführt, wenn ich keinen Personalausweis dabei gehabt hätte. Und das alles nur, weil ich es mir erlaubt habe, meine Meinung gegen das Unrecht auszudrücken. Komischerweise hat Herr Post niemals die Identität von Mias Mörder überprüfen lassen, obwohl er bereits einen Mitschüler in der Schule verprügelt hatte und Mia um ihr Leben massiv bedrohte. Mias Mörder ist ein abgelehnter Asylbewerber. Herr Post hätte ihn rechtmäßig abschieben müssen. Abschieben! 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 Dann würde Mia heute noch leben. Mia durfte nicht erwachsen werden. Mia durfte keinen Führerschein machen. Mia durfte keinen Beruf erlernen. Mia durfte keine Kinder bekommen. Und sie konnte auch nicht die halbe Welt sehen. Denn Mia durfte nicht weiterleben. Mia hat das Kostbarste verloren. Ihr Leben. Herr Post, Sie sind mitverantwortlich für Mias Tod. Antwort, Herr Post? Wie ich sehe, ist Ihre heutige Antwort auf Ihr politisches Versagen dieses Plakat auf meiner rechten Seite vor der Stadthalle mit den infantilen Smileys "Wir sind Kandel". Schande, 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 Schande.
Welt schaut heute auf diese Stadt und Sie, Herr Poss, antworten auf den bestialischen Mord der 15-jährigen Mia mit diesem Smiley-Plakat. Herr Poss, sind Sie jetzt völlig durchgedreht? Wo leben Sie eigentlich? Feigling, 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 Feigling. Ja, wo ist er denn? Post muss weg! 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 In Iskandel, Iskandel, nun eine bunte Teletubbies-Stadt in einem deutschen Hippie-Staat geworden? Nein, sie sind da! Bis heute lassen Sie es zu, Herr Post, dass in Kandel Männer, die illegal über sichere Drittländer in unser Land gekommen sind, ohne Alters- und Identitätsprüfung hier frei rumlaufen dürfen. Wir wissen nicht, wer diese Männer sind. Es können auch Mörder und Dschihadistenkämpfer sein. Wir wissen nicht, wie alt sie sind, Herr Poss, aber Sie schicken diese Männer in die Schulen zu unseren Kindern und vermitteln junge deutsche Mädchen an diese bärtigen Männer in ihrer Kontaktbörse Max und Moritz in Kandel. Voll! Herr Poss, mit Ihrer Teletubby-Aktion, Herr Poss, bringen Sie noch mehr Schande über Kandel. Die ganze Welt kann nur noch denken, die Deutschen sind völlig durchgeknallt. Herr Poss, Herr Bürgermeister, Sie verhöhnen mit diesem perfiden Plakat mir, die sterben musste, wegen ihrer mörderischen Politik. Sie bestehen mit diesem Plakat weiterhin auf offene Grenzen für jeden aus aller Herren Länder und tolerieren damit auch weitere Morde an unseren Kindern. Herr Poss, Klingemünster ist nicht weit von hier. Ich fahre Sie gerne hin. Wir alle wollen uns nicht an das Morden in unserem Land gewöhnen. Wenn wir diese Bilder von unseren ermordeten Kindern sehen, bricht uns jedes Mal unser Herz. Liebe Freunde, ich bitte euch auch heute wieder mit mir eine Schweigeminute für unsere toten Kinder zu halten. Ich danke euch. Ein Schweizer Bürger schrieb mir, viele Schweizer verstehen die Bürger in Kandel nicht. Die Schweizer
würden niemals solch einen Bürgermeister weiterhin dulden. Liebe Kandler Bürger, euer Bürgermeister setzt bis heute nicht die Polizeigesetze um, wonach er verpflichtet wäre, jeden Einreisenden zu prüfen und für die innere Sicherheit und Ordnung eurer Stadt zu sorgen. Er ist euer Angestellter und ihr seid der Chef in eurer Stadt. Lasst euch diese gefährliche Politik nicht die Einhaltung von Recht und Gesetz. Liebe Kandler, zeigt der ganzen Welt, dass ihr keine Konsumzombies seid, sondern verantwortungsvolle Bürger in diesem Land. Widerstand! Viele denken, ein Einzelner kann nichts bewirken und fühlen sich hilflos und ohnmächtig. Doch schaut nach Kandel. Ich stand anfangs alleine hier. Das Bild mit den Polizisten, die mich umzingelt haben, von denen ich mich auch bedroht fühlte damals, ging um die halbe Welt. Millionen Menschen haben dieses Bild gesehen und waren empört und erschüttert. Dies hat viele Menschen wachgerüttelt. Viele Frauen konnte ich Mut machen, sich unserer neuen Bewegung anzuschließen. Sogar viele Prominente stärken in ihrer Erklärung 2018 uns Frauen den Rücken. Ich danke Ihnen. Das Freiheitsfeuer von Kandel hat sich wie ein Flächenbrand über ganz Deutschland ausgebreitet. Bravo! Lebe die Freiheit! 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 Überall stehen immer mehr Frauen mit ihren Männern auf und erheben ihre Stimme. Die Mahnwachen und Demos der Frauen sind mittlerweile überall, denn Kandel ist auch leider überall. Ich danke Mona Meyer aus Bottrop. Ich danke Ute aus Hamburg. Ich danke den Frauen aus Berlin und vielen weiteren Frauen in den Städten wie Cottbus, Mönchengladbach, München und weiteren. Sie zeigen endlich mit ihren Männern Gesicht. Widerstand! 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 Der Flächenbrand von Kandel hat sich bis nach Österreich ausgebreitet. In Wien solidarisieren sich unsere europäischen Herzensschwestern mit uns. Sie fordern Schutz und Sicherheit für die Frauen Europas. Sie entsenden uns heute patriotische Grüße und laden uns alle von ganzem Herzen ein zur ersten Frauendemo in Österreich am 14. April 2018 in Wien unter dem Motto Kandel ist überall. Herr Bürgermeister Post,
Ich hatte Ihnen bereits am ersten Tag meiner Einzeldemo versprochen, dass ich wieder kommen werde. Mein Versprechen habe ich gehalten. Wir kommen wieder, 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 wir kommen wieder. Herr Boss, heute stehe ich nicht mehr alleine hier. Heute stehen Tausende bei mir und das nächste Mal sind wir 10.000. Wir sind das Volk. Solange Sie, Herr Boss, keine verantwortungsvolle Konsequenzen ziehen, kommen wir immer wieder. Und das verspreche ich Ihnen. Liebe Freunde, ich danke euch von ganzem Herzen. Ihr macht mich so glücklich und stolz. Danke.